Hallo Freunde, die Bibel sagt uns im Psalm 34, Vers 2, ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. Immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Und das ist wirklich wichtig, auch in herausfordernden Zeiten, dass wir nicht vergessen, unser Gott zu preisen, nicht zu vergessen, wer wir in Jesus sind, was für eine Kraft, was für einen Frieden er hat, uns auch durch schwierige Zeiten durchzutragen und dann auch in dieser Zeit unser Lobrecht zu erheben zu ihm. Ich möchte euch ermutigen, das heute auch mitzumachen. Wir können kurz einfach ein Lied anspielen und vielleicht unser Halleluja erheben. Ich rufe Halleluja, wenn der Feind mir gegenübersteht. Ich rufe Halleluja, laut bis jeder Zweifel geht. Ich rufe Halleluja, dafür sing ich nur für dich. Ich rufe Halleluja, der Himmel kommt und kämpft für mich. Ich singe an, in der Mitte eines Sturms, lauter und lauter, dieses Lied zu hören sein. Raus aus der Asche, Hoffnung erwacht. Ich rufe Halleluja mit allem, was ich heute bin. Ermutigen, auch in diesen Zeiten zu Jesus zu singen, so laut wie du kannst, so stark wie du kannst, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Mit Lobpreis können wir auch durch die schwierigen Zeiten durchstehen. Singe lauter, wenn der Feind mir gegenübersteht, singe ein bisschen lauter, so laut wie jeder Zweifel geht. Sing ein bisschen lauter, als Waffe singe ich zu dir. Sing ein bisschen lauter, der Himmel kommt und kämpft für mich. Ich singe auch in der Mitte eines Sturms, lauter und lauter, dieses Lied zu hören sein. Raus aus der Asche, Hoffnung erwacht, der Gott ist gemacht, der König regiert. Ich rufe Halleluja.